Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Online-Gospel-Gottesdienst am Ostermontag. Schön, dass du heute eingeschaltet hast und mit uns diesen Tag feiern möchtest. Denn Ostern ist ein Tag, an dem wir Jesus, den Auferstandenen, feiern. Und das möchten wir jetzt mit dem ersten Lied machen. Nachdem werden wir drei Lieder singen und eine kleine Andacht hören. Und ich möchte dich herzlich einladen, trotzdem, dass wir uns nicht persönlich sehen können und dass wir uns nicht in der Kirche treffen können, dass wir alle zusammen Gott anbeten, in der Musik und im Wort. Happy Day! The greatest day. Beaten, you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. The empty cross, the empty grave. Life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day. Washed my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, 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 forever I am changed. Oh, 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 oh. When I step in that place, free at last, meeting face to face. I am yours, Jesus, you are mine. Endless joy and perfect peace. Earthly pain finally will cease. Celebrate, Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day. Day, you wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, 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 oh. Forever I am changed. Oh, 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 oh. And oh, oh, what a glorious day. What a glorious way that you have saved me. And oh, what a glorious day. What a glorious name. Hey, yeah. And oh, happy day, happy day. You washed my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Forever I am changed. Oh, 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 oh. What a glorious day, what a glorious way that you have saved me. And oh, what a glorious day, what a glorious name. Oh, 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 oh.
Meine Hoffnung ist lebendig, mein Fundament in dir beständig. Auch wenn mein Verstand begrenzt ist, trau ich dir alles zu. Du hast gute Gedanken, die mich fest in dir verankern. Und weil ich in deiner Hand bin, trau ich dir alles zu. Denn du machst alles neu. Schönheit fällt wie der Regen, in dir blüht alles auf. Du bist pulsierendes Leben, denn du machst alles neu. Bin, will ich nur noch zu dir rennen, ich trau dir alles zu. Du liebst übernatürlich, du bist gütig und bist für mich. Ich vertrau dir, denn du lügst nicht, ich trau dir alles zu. Denn du machst alles neu, Schönheit fällt wie der Regen. In dir blüht alles auf. Du bist pulsierendes Leben, denn du machst alles neu. Denn du machst alles neu. Denn du machst alles neu. Ich möchte euch einladen, in den nächsten Momenten Jesus ein bisschen näher zu kommen. Wir werden Reckless Love singen und in den Worship-Teil einsteigen. Ich möchte euch einladen, diesen Moment zu nutzen und Jesus anzubeten. Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. Chases me down fast till I'm finally 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, till you give yourself away. No, the overwhelming, never ending, reckless.
fixed love of God, yeah. When I was your foe, still your love fought for me. You have been so, so good to me. When I felt no worth, you paid it all for me. You have been so, so kind to me. Chases me down, fights till I'm found, leaves a 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. No, the overwhelming, never ending, reckless love of God, yeah. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear it out, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. No, it chases me down, fights till I'm found, leaves a 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, till you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Lieber Herr, ich möchte danken, dass wir diesen Gottesdienst feiern dürfen, dass wir immer wieder Lösungen finden, dich anzubeten, selbst wenn uns Dinge zurückhalten, uns zu treffen und dich gemeinsam zu feiern an einem Ort. Ich möchte dir danken, dass heute der Tag ist, an dem du auferstanden bist und für unsere Sünden am Kreuz gestorben und wieder auferstanden bist. Ich möchte dir danken, dass du damit meine Schuld reingewaschen hast und die der ganzen Menschheit.
It doesn't matter what you've done. It doesn't matter where you're coming from. It doesn't matter where you've been. Hear me tell you I forgive. You're not guilty anymore. You're not filthy anymore. I love you, mercy is yours. You're not broken anymore. You're not captive anymore. I love you, mercy is yours. Can you believe that this is true? Grace abundant, I am giving you. Cleansing deeper than you know. All was paid for long ago. You're not guilty anymore. You're not filthy anymore. I love you, mercy is yours. You're not broken anymore. You're not captive anymore. I love you, mercy is yours. 'Cause you are spotless. You are holy. You are faultless, and you are whole, and you are righteous, and you are blameless, and you are pardoned. You're not captive anymore. I love you, mercy is Hallo auch von mir. Dieses Lied und dieses Thema, Not Guilty Anymore, das berührt mich jedes Mal neu, ganz, ganz tief. Du bist kein Schuldiger. You are spotless, you are holy. Du bist ohne jeden Makel, du bist heilig. Bin ich das? Sieht mich Jesus so an? Denkt er das, wenn er mich sieht? So bin ich doch gar nicht. Ich habe doch viele dunkle Flecken und Schwächen und Wunden. Wie bin ich? Und ich möchte mit euch heute ein bisschen überlegen, wie genau ist denn Jesus? Ist er dieser Heilige, dieser hocherhöhte, herrliche,
Oder ist er vielleicht auch ganz anders, als wir ihn uns oft vorstellen? Ich liebe das, wenn ich mit Kindergartenkindern in unsere Christuskirche komme, ihnen so ein bisschen zeige, was es alles zu entdecken, zu sehen gibt in der Christuskirche. Und wenn wir durch den Haupteingang kommen, dann schauen wir uns erstmal diese Statue an, den guten Hirten, der da am Eingang steht. Und wenn ich ihn beschreibe, schaut mal, das ist Jesus als guter Hirte und da trägt er so ein kleines Schäfchen auf der Schulter, das war verloren gegangen, das hat er gesucht und hat es nach langem Suchen wiedergefunden und es ist verletzt und deswegen trägt er das. Dann kommt eigentlich jedes Mal die gleiche Frage bei den Kindern. Irgendwann schauen sie sich Jesus genau an und dann fragen sie, was hat der Jesus da in der Hand? Und sie gucken sich das ganz genau an und sehen diese Wunde. Und wenn ich ihnen versuche zu erklären, dass das der Auferstandene ist, und wenn sie denselben Auferstandenen Christus dann im Christusfenster noch einmal sehen, vorne beim Altar, dann fällt ihnen das nochmal auf. Warum sind da auch die Nägelwunden in der Hand? Warum hat er so ein Auer am Fuß? Es ist doch der Auferstandene. Warum trägt er Wunden? Die Geschichte, die wir heute auf uns wirken lassen wollen, da versucht Jesus, sich den Jüngern zu erkennen zu geben, und das war anscheinend nötig. Das ist nicht so von vornherein sofort einleuchtend gewesen. Jesus war zum Beispiel mit zwei Jüngern unterwegs, die bekannte Emmaus-Geschichte, und lange erkennen sie ihn nicht. Mit Jesus muss nach der Auferstehung eine Verwandlung stattgefunden haben, sodass man ihn auf den ersten Blick nicht erkannt hat. Aber als Jesus ihn erklärt hat, was passiert ist, als er so wieder mal so einleuchtend geredet hat und ihnen so ganze neue Welten aufgingen, da kam ihm das bekannt vor. Und als Jesus dann das Brot gebrochen hat und ihnen wieder dieses besondere Brot und den Wein zu essen und zu trinken gegeben hat, da war es ihnen völlig klar. Das kann nur Jesus sein. Jesus gibt sich zu erkennen und sie sagen später, oh, uns hat so das Herz gebrannt und spätestens da haben wir gewusst, es ist Jesus. Eine zweite Geschichte schließt sich unmittelbar an, um die soll es heute gehen. Während die beiden noch erzählten, stand plötzlich der Herr selbst mitten unter ihnen. Er grüßte sie, Frieden sei mit euch. Sie erschraken und fürchteten sich, denn sie meinten, einen Geist zu sehen. Aber er sagte, warum seid ihr so erschrocken? Warum kommen euch solche Gedanken? Schaut euch doch an, meine Hände, meine Füße. Daran erkennt ihr, dass ich es wirklich bin. Fasst mich an, überzeugt euch. Ein Geist hat doch nicht Fleisch und Knochen wie ich. Und während er das sagte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Füße. Und als sie in ihrer Freude und Verwunderung noch immer nicht fassen konnte, fragte er, habt ihr etwas zu essen hier? Da gaben sie ihm ein Stück gebratenen Fisch und er nahm es und aß es vor ihren Augen. Ganz normal. Und während er da isst, ich versuche mir das vorzustellen, gucken sie ihn mit großen Augen an. Jesus verhält sich wie ein Mensch. Aber als wie er vorher noch den Emmaus-Jüngern Brot und Wein zu essen gegeben hat, das hat sich hier umgekehrt. Hier lässt er sich von den Jüngern zu essen geben. Und während bei den Emmaus-Jüngern die Worte Jesu und die Überzeugungskraft, das Brotbrechen, die Erkenntnis geschaffen hat, wir haben es mit Jesus zu tun, ist es hier nicht Brot und Wein und nicht das Denken, sondern hier ist es das Sehen der Wunden Jesu. Jesus zeigt sich verletzt. Und ich frage mich,
Warum hat sich bei Jesus alles verwandelt nach der Auferstehung, so dass man ihn gar nicht mehr direkt erkennen konnte? Aber die Hände und Füße waren anscheinend immer noch verletzt, versehrt. Warum wurden nicht auch die Hände und die Füße Jesu verwandelt in einen himmlischen Leib, in einen unverletzten Leib? Ich glaube, dass Jesus, dass das so ein wichtiger Teil von Jesus ist, dass es ihm wichtig war, dass wir ihn daran erkennen. An verletzten Händen, an verletzten Füßen, an Wunden. Da hat es geblutet. Da war Jesus alles andere als herrlich. Wir singen wunderschöne Lieder, wo wir Jesus loben, wo wir das Königliche, das Himmlische in Jesus sehen und ihn hoch verehren und gar nicht hoch genug sehen können. Aber dazu gehören eigentlich auch Lieder, wie wir sie eben gehört haben. Lieder von einem Jesus, der mit einer rücksichtslosen Liebe das verlorene Schaf sucht. Und auch durch Dornen geht und sich Wunden holt, um das Schaf zu suchen. Jesus, der alle Schuld auf sich nimmt und das geht nicht spurlos an ihm vorüber. Es ist ein verletzter Jesus, ein gedemütigter Jesus. Es ist schon interessant, wie es so diese zwei Phasen im Leben von Jesus gibt. Die ersten 3 Jahre, als er mit seinen Jüngern unterwegs ist, da sehen sie so viel Göttlichkeit in ihm, so viel Wunderbares und Himmlisches, dass sie gar nicht glauben können, dass sie es hier mit einem normalen Mensch zu tun haben. Sie haben Schwierigkeiten, den Menschen zu sehen und sagen, Jesus, mach noch mehr Wunder, mach noch mehr Leute gesund. Und sie feiern ihn als den Wundertäter und als den himmlischen Messias. Und obwohl Jesus die Jünger 3 Jahre vorbereitet und sagt, der Menschensohn wird leiden, bereitet euch darauf vor, der Karfreitag wird kommen. Als die Göttlichkeit Jesu umschlägt in eine ganz erbärmliche Menschlichkeit, da sind die Jünger wieder schwer irritiert. Ist das noch Gott? Gott stellen wir uns so ganz anders vor. Wenn wir von einem Gottessohn reden, dann muss da Herrlichkeit und Pracht sein und Repräsentanz und sowas Cäsarisches, etwas Herrliches, da passt kein Schmutz zu, keine Demütigung, keine Schmerzen. Ist das noch Gott? Als Jesus seinen Jüngern seine Hände zeigt, zeigt er ihnen, was Gott ist. Als Jesus die Füße mit seinen Wunden zeigt, da gibt er den Jüngern die Richtung an und legt noch einmal aus, was er eigentlich schon deutlich gesagt hatte. Ihr sollt nicht miteinander umgehen wie die Herren dieser Welt, die sich bedienen lassen, die irgendwo ganz da oben sind. Jesus ist vom Himmel auf die Erde gekommen, um ganz unten anzukommen. Und mit dieser Botschaft und mit diesen durchbohrten Händen und mit diesen verletzten Füßen möchte er uns berühren und sagt, fass die an. Und so passe ich zu dir. Du brauchst nicht im Festgewand eines Helden oder eines Königs zu mir kommen, sondern kannst mit all deinen Wunden kommen, dann passen wir zusammen. Ist das eine ermutigende Botschaft, etwas, was so jede überherrliche Distanz zwischen Jesus und mir rausnimmt? Ich kann auf einer Ebene zu ihm kommen. Jesus ist auf Augenhöhe mit mir. Das ist eine gute Nachricht und ich mag diese Lieder, die das ausdrücken, so wie dieses Lied, du siehst die Wunden und heilst mein Herz, beugst dich in meine Not herab und trocknest meine Tränen ab, so ist Jesus. Und ich möchte dir mit dieser Osterbotschaft heute, die eigentlich ziemlich ungewöhnlich ist für Ostermontag. Ich möchte deshalb, weil Jesus die Wunden seinen Jüngern hinhält und sagt, spürt das
Und nehmt das als eine Einladung. Ich möchte das auch uns heute als Einladung sagen. Du kannst Jesus alles hinhalten, was in dir verletzt ist. Du kannst mit Jesus eins werden in all dem, wo du schwach bist. Wo du vielleicht auch Erwartungen an dein Leben hattest, wo du ganz tiefe Wünsche hattest, die sich einfach nicht erfüllt haben. Wo du fragst Gott, wie lange soll ich denn noch dafür beten? Was soll ich denn noch tun, bis dieser Wunsch in Erfüllung geht? Es ist manchmal schwer auszuhalten. Diese Ungeduld, wie lang wird uns dieses Corona noch plagen und uns einschränken in unserem Drang, uns zu versammeln, gerade speziell wir Christen, wir lieben es doch, zusammenzukommen, Gemeinschaft zu haben. Das fällt uns so schwer, aber allen Menschen um uns herum auch. Es drängt uns raus. Wie lange noch, Gott? Das sind schwer auszuhaltende Fragen, aber ich möchte dich jetzt einladen, dass wir jetzt eine Zeit haben, wo du selber, wie die Jünger auch, dich Jesus nähern darfst und ihm das hinhalten darfst, was er dir hinhält. Verwundete Hände, ein blutendes Herz, Schmerz, unerfüllte Wünsche. Du darfst das Jesus hinhalten und wirst auf dieser Ebene eins mit dem Sohn Gottes, der genau so ist. Mit all seiner Herrlichkeit und Göttlichkeit wird er ein Berührbarer und einer, der Wunden trägt, so wie ich auch. Ich möchte dich einladen, tu das jetzt im Gebet. Ich möchte eine Zeit der Stille lassen, wo du genauso zu Jesus kommen kannst, wo du dir das vorstellen kannst, als wärst du damals mit den Jüngern mit im Raum gewesen. Jesus, wir wollen jetzt dir nahe kommen und wollen uns dir so nähern, wie du dich uns genähert hast, in aller Verletztheit, in aller Verwundetheit, mit deinen Wunden, mit dem Blut. Das gehört zu dir. Wir bitten dich, dass du uns heilst von allen Gottesbildern, von allen Jesusbildern, die Distanz schaffen zwischen uns. Und wir bitten dich, dass du uns das erlaubst, dass wir dich anfassen dürfen, wie du das damals den Jüngern erlaubt hast. Dass wir deine Nähe suchen dürfen und Trost darin finden, dass du unsere Verletzungen kennst und dich in unsere Not hinabbeugst und unsere Wunden anrühren willst, so wie die Wunden vieler Menschen damals. Im ganz persönlichen Gebet dürfen wir dir jetzt all das sagen, was unser Herz schwer macht, was uns verwundet hat, was an unerfüllten Wünschen in uns drin ist, an Sehnsucht, und dich bitten, Herr, berühre es. Lege deine Hände auf unsere Verletzungen. Jesus, dass du unsere Wunden siehst, dass du dich hinabbeugst in unsere Not, unsere Wunden mit heilenden Händen berührst, unsere Seele mit deiner Nähe heilst. Danke, Jesus, dass wir dir immer wieder alles bringen und hinhalten dürfen, was nicht heil ist, und dass wir dann bei dir richtig sind. Jesus, zu dir können wir immer kommen, auch mit unseren Ängsten über das, was die unmittelbare Zukunft uns bringt. Du bist uns so nah, Jesus. Dafür danken wir dir und so preisen wir dich als lebendigen Sohn Gottes, als unseren Herrn und als unseren Heiler, als unseren Heiland. Dich loben wir, Jesus. Amen.
zu Jesus kommen, mit einem lebendigen Jesus rechnen. Ich möchte uns ermutigen, dass wir, wenn der Ostersonntag und der Ostermontag rum ist, dann nicht das Thema Ostern abhaken, sondern dass wir die Erfahrung der Jünger machen, dass Jesus an unserer Seite bleibt, egal was kommt. Egal, ob diese ganze Corona-Krise uns noch einen Monat oder 6 Monate oder noch lange Zeit belasten wird. Auch ein ängstliches Herz ist ein Herz, das Jesus in seine heilenden Hände nehmen will. Diese Einladung spricht er an jeden für uns aus. Lass dich fallen in seine Arme. Er wird dich durchtragen. Amen. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Sing it. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down. There's no shadow. There's no shadow you won't light up. Mountain you won't climb up. Coming after me. There's no wall you won't kick down. Lie you won't tear down. Coming after me. There's no shadow you won't light up. Mountain you won't climb up. Coming after me. There's no wall. Serve it till you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht als Gesegnete Gottes in die kommende Zeit. Gott, der Herr, segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott, der Herr, erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.